Hallo Leute, ich bin's, der Taubsen, und heute gibt's nochmal einfach so ein random Commentary-Thema. Hab ich nicht, ist auch jetzt egal, aber ein Modern Warfare 3 Gameplay mit der P90 und Schalldämpfer auf Fallen. Endscore war 13 zu 3. Und das ist recht gescheites Gameplay, das kann man auf jeden Fall nehmen. Fing mit 8-0 an, danach sind mir nur noch 5 Gegner entgegengekommen, die habe ich auch noch gebasht und dann bin ich noch dreimal draufgegangen. Das war total behindert eigentlich, aber das Gameplay ist auf jeden Fall ganz in Ordnung und ich bin auch mitten im Game reingejoint. Ich habe nicht von Anfang an mitgespielt, das sieht man auch. Als ich reingekommen bin, da war es glaube ich schon 3 Minuten am Laufen, das Game. Und da sind schon einige Kills gefallen, aber kann man auf jeden Fall nehmen. Ja, ein neues Intro habe ich mir gemacht, eher so... Ja, jetzt nicht unbedingt ein Retro-Style, die Musik ist Retro, ja, das ist von Retro-Games, Retro-Crimes, oh Mann, was laber ich denn heute, Retro-Games, ja, das ist die Soundtrack-Melodie von Mega Man und das Intro mag man auch irgendwie gar nicht glauben, hat auch irgendwie gar nicht viel Aufwand gekostet, irgendwie, das hat eine Stunde gedauert, dann hatte ich das fertig, das ist jetzt kein großartiges Intro, aber ich bin damit zufrieden und ich lasse das jetzt auch. Also mir gefällt das, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch auch okay ist. Und selbst wenn, ich behalte es trotzdem. Das bringt es auch nicht, aber ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, denn YouTube ist ja dafür da, um seine Videos zu zeigen und das zu zeigen, was einem gefällt. Und wenn andere dran rumflamen, und so ist das nun mal auf YouTube, das ist so scheiße, was machst du da, du bist ein Bob, du Noob. Und das kennt man ja, das kennt man auch auf den großen Kanälen von YouTube. Dann kann das eigentlich auch egal sein, weil das sind die Hater, die nichts anderes zu tun haben, als ständig zu flamen. Davon gibt es genug auf YouTube. Und das sind meistens die Zielgruppe, ja, 10 bis 14 Jahre. Vielleicht auch noch ein bisschen älter. 15, 16 kann man vielleicht auch noch dazu zählen. Nicht alle natürlich, Quatsch. Aber da gibt's schon so einige. Die sind schon heftigst drauf irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich halte mich hier auf der Map auch meistens nur hinten auf. Also in den hinteren Bereichen. Ich hock da nicht nur rum. Ich meine, das sieht man ja auch. Aber hier in den hinteren Bereichen. Ihr hättet mir ein bisschen in den Arsch beißen können, dass ich nicht vorne rumgelaufen bin. Weil, davor hatte ich nämlich schon mal ein Match auf der Map. Und da liefen alle hier hinten rum. Und deswegen habe ich mir gedacht, machst du jetzt auch mal. Und dann holst du sie da alle weg. Mir sind auch ja, wie man sieht, einige entgegengekommen. Problem ist nur gewesen, dass einige auch auf der anderen Seite diesmal wieder waren. Und also hatte ich die Arschkarte gezogen und habe dementsprechend nicht so viele Kills geschafft, sondern nur 13. Zwar nur 3 oder 4 Tode, aber ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du dann nachher siehst, scheiße, die laufen ja auch alle da hinten rum. Aber irgendwie geht das ja schon. Aber da, blöder Tod, ganz blöder Tod. 10 zu 3 steht es gerade, ganz blöder Tod. Das war echt unnötig, ja. MW3 spiele ich ab und zu zwischendurch auch mal. Ich würde noch viel lieber Modern Warfare 2 öfter spielen. Das Problem ist, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sind da kaum welche mehr online, obwohl das doch deutlich das bessere Spiel ist. Jedes Mal, wenn ich online gehe, wird mir nach angezeigt, dass rund zwischen 700 und 800 Spieler immer online sind. Das ist verdammt wenig. Bei Modern Warfare 3 sind zwischen 7000 und 8000 Spieler online, was auch verdammt wenig ist. Aber wenn man das mal so mit Modern Warfare 2 vergleicht, ist das schon ein heftiger Unterschied. Wenn man jetzt das mal wiederum mit Xbox oder PS3 vergleicht, da sind bei Modern Warfare 3 oder Black Ops 2 oder auch Modern Warfare 2 noch über 100.000 Spieler online. Daran sieht man mal, dass eigentlich gar nicht mehr so viele PC spielen, sondern die meisten auf Konsolen gewechselt sind. Finde ich eigentlich recht schade, weil PC ja eigentlich von der Hardware doch die bessere Plattform ist und das ist halt Tatsache. Da können jetzt die Konsolen-Fanboys kommen, Konsole ist viel besser. Und ich habe schon viele gehört, die gesagt haben, die Grafik sei gar nicht so unterschiedlich von Konsole zu PC. Doch, das ist ein Hammerunterschied. Zumindest mittlerweile bei der Xbox 360 und bei der PS3. Wenn man das jetzt wieder mit der Xbox One oder der PlayStation 4 vergleicht, da ist das schon wieder fast gleich, weil die haben neue Hardware drin. Und die haben momentan die gleichen Grafik-Settings wie die Gamer-PCs. Es gibt natürlich auch noch einige Gamer-PCs, die die PS4 und die Xbox One auch noch übertreffen von der Hardware her und die auch noch mehr FPS haben dann im Game, obwohl es höhere Grafik ist auf dem PC. Aber da mache ich nochmal ein separates Video zu, hatte ich sowieso vor, was Next-Gen-Konsolen und PCs angeht. Das mache ich jetzt die Tage mal, aber mal schauen, ich habe ja Zeit jetzt zuerst mal. Mal gucken, wie ich das handhabe oder wie ich das machen werde.
Da haben sie irgendwie EMP gezündet, keine Ahnung wieso. Kann mir aber wurscht sein, weil ich habe eh kein Rotpunktvisier oder sonst was drauf, also kann ich das Ding trotzdem noch benutzen. Ist natürlich negativ, dass die Map dann weg ist. Das regt einen dann ab und zu schon mal auf, aber das geht schon. Ja, Video mache ich dazu auf jeden Fall zu Next-Gen-Konsolen und PC. Ich bin zwar jetzt nicht der Übertechnik-Freak, aber so ein bisschen weiß ich ja schon irgendwie was darüber. Und dann erzähle ich dazu einfach mal was, was ich davon halte, von den ganzen Next-Gen-Konsolen. Eventuell werde ich mir auch eine holen, aber ich spiele momentan auf der Xbox 360 Borderlands 2, Borderlands 1. Das versuche ich jetzt durchzuspielen. Wir sind halt los, ja, durchzuspielen. Das mache ich nachher. Da werde ich noch ein paar Stündchen mal spielen und mal gucken, was ich denn da so mache. Und was für neue Waffen ich finden werde, weil ich spiele da momentan mit so einer Sniper und die geht gut ab, mit so einer Feuersniper. Es gibt bestimmt auch viele von euch, die Borderlands 1 gespielt haben, die wissen, dass das Spiel auch ganz geil ist. Und mal gucken, was ich da gleich so machen werde. Aber das Video ist jetzt erstmal vorbei und bis dann. Ciao.